Gut, das machen wir heute ganz relativ zwanglos. Wir sitzen hier in Karlsruhe auch in einem Besprechungsraum mit ein paar Kollegen. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Folien vorbereitet. Schreibt irgendjemand was, Daniel, dass Nö, gar man was nicht. mitgeht? Also hören nicht alle, weil jeder, der dich nicht Das, hört, wird ja dann, schreiben. gut, dann würde er ja schon schreiben, hoffe ich Ja. doch genauso. Da gucke ich mal, was ich das so mache. Du siehst welchen Bildschirm von mir? Ich sehe den im Den großen. Hintergrund. Okay, alles klar. Gut. Also, ich habe vor ein paar Wochen eingeladen zum Thema Tourenplanung. Ist jetzt kein Webinar für die Player, die sich schon mit PTV längst auskennen und schon X-Server einsetzen, sondern ich will wirklich relativ oberflächlich heute an das Thema rangehen. Ich werde auch vielleicht eine halbe Stunde brauchen oder sowas. Mit dem Ziel, zusammen mit Daniel, der hier den Chat heute macht, einfach mal ein bisschen Bewusstsein zu schaffen für so Themen, die wir bei Tourenplanung haben, weil es gibt natürlich ganz viele, die aus der Transportlogistik kommen, aber Tourenplanung bei der PTV heißt nicht nur Transportlogistik, sondern heißt noch ein bisschen mehr. Und da wollte ich euch einfach mal ein bisschen was dazu erzählen. Wie gesagt, nicht für Bestandsanwender. So, jetzt muss ich mal gucken, wie das mit den Slides hier klappt, dass es soweit ganz gut geht. Grob in einem Satz zusammengefasst heißt Tourenplanung, wie PTV sie versteht, das ist die optimale Erledigung von Aufträgen, die einen Bezug zu irgendeinem Koordinatensystem haben, unter Verwendung bestimmter Ressourcen. Was die sind, da komme ich dann nachher noch dazu. Und das Ganze bitte unter Einhalten verschiedener Randbedingungen. Das ist erstmal ziemlich kompakt formuliert, das, was Tourenplanung kann. Da steht nichts von Transportieren. Erstmal, sondern sehr pauschal ein Auftrag. Das kann ein Transportauftrag sein, da gibt es aber auch noch andere Typen, auf die gehe ich gleich noch ein. Gut, wen haben wir heute eingeladen? Mögliche Anwender, die sich vielleicht nach diesem Termin wiederfinden und sagen, ja, genau, sowas treiben wir hier. Wir haben aber noch gar keine Integration irgendeiner automatischen oder manuellen Lösung, um diese Aufgabe zu lösen, aber wir wollen uns mit dem Thema auseinandersetzen. Wir haben sicherlich den einen oder anderen, der schon technisch unsere Schnittstellen benutzt, der vielleicht wissen will, wie er anstelle eines Routings, was er schon kennt, oder einer Geokodierung oder einer Kartendarstellung, jetzt einfach einen neuen Use Case, einen weiteren Service integrieren kann. Und eben auch, wie gesagt, Leute, die vielleicht noch mit PTV noch gar nichts zu tun haben. Kollegen sind ja auch herzlich willkommen. Freut mich auch, dass welche da sind, hier direkt im Raum. Ihr könnt auch auf Tonspur mitdiskutieren. Wir halten das recht formlos heute. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Was ich mir wünsche, ist heute, dass ich bei dem einen oder anderen ein Aha-Erlebnis vielleicht hervorrufen kann. Vielleicht nicht unbedingt bei Daniel, aber bei den anderen. So dass dass ihr alle hier irgendwie hinterher rausgeht und sagt von denen, okay, ich habe ein bisschen was mitgenommen, der eine mehr, der andere weniger. Lernen kann man immer was. Jo. Und vielleicht, wenn jemand da ist, der sagt, das ist eine Aufgabenstellung, von der möchte ich jetzt profitieren, ich möchte diese Aufgabe auch lösen. Ich habe jetzt gehört, PTV hat Software, mit der man sowas machen kann. Vielleicht kann man sich mal eins zu eins austauschen. Ja, sei es jetzt eben ein Integrator oder ein Anwender, der in der Dispo vielleicht sitzt. Jo, dann einfach hinterher melden. Gut. Was es heute nicht sein soll, ist eine technische Schulung. Also ich habe jetzt nicht vor, irgendwie meinen X-Tour-Server, den X-Tour-Server zu präsentieren oder die Algorithmen im Detail darzustellen oder dass jetzt jemand hinterher rausgeht und sagt, juhu, ich kann jetzt gleich mit der Doku loslegen und so einen X-Server anprogrammieren. Es geht mir mehr darum, dass die Geschichte oder die Möglichkeiten einer Tourenplanung, auch die Begriffe, das Verständnis von der Tourenplanung bei denen, die zuhören, ein bisschen rüberkommen. Weil das mit den Begriffen ist dann sowieso je nach Firma und Anwender sehr unterschiedlich. Der eine versteht unter Natur das, was in der ganzen Woche von einem Fahrzeug gefahren wird. Der andere sagt, eine Tour ist das, was dann ein bestimmtes Fahrzeug an einem einzelnen Tag gemacht hat. Oder wieder einer sagt, ja, das könnte sein, wenn ich mit dem Fahrzeug mehrmals losfahre, dann ist halt jeder Einsatz, ist dann vielleicht eine Tour. Da gibt es ganz unterschiedliche Begriffe. Aber machen wir es mal relativ locker. Einfach heute mal ein bisschen zuhören, vielleicht auch im Chat Fragen stellen, wenn welche da sind oder eben hier im Raum. So dass man hinterher vielleicht über das Thema entspannter reden kann. Einfach mal sacken lassen dann und vielleicht in ein paar Tagen auch noch gerne nochmal auf mich zurückkommen. Gut, was haben wir für Tourenplanung? Ich habe es am Anfang schon gesagt, da geht es um Aufträge, um optimales Erledigen und so weiter. Und ich lege jetzt einfach mal los mit ein paar Folien, in denen ich so die grundlegenden Objekte
beschreibe, die man so in der Tourenplanung à la PTV typischerweise, mit denen man es typischerweise zu tun hat. Also Begriffe, die da gerne fallen, sind ein Auftrag, ein Order, eine Aufgabe, ein Termin. Da geht es schon los. Auch da ist jetzt beispielsweise nicht der klassische Transport hinten dran, sondern es ist erstmal eine, ja, ich sag mal, etwas zu erledigen. Ja, und was das sein kann, da gibt es verschiedene Sachen. Da habe ich auch gleich ein paar Beispiele. Zum Beispiel kann es heißen, fahr doch bitte mal einer an eine bestimmte Adresse, lade da eine bestimmte Menge Ware auf und bringe die an eine andere Adresse. Das ist klassischer Transportauftrag beispielsweise, dass man so eine Aufgabe hat. Aber es muss nicht zwingend was transportiert werden. Es kann auch sein, dass man beispielsweise sagt, fahr doch mal an eine bestimmte Adresse und erledige vor Ort irgendwas, mach dort eine Dienstleistung, mach eine Wartungsaufgabe, repariere irgendwas oder mache einen Vertriebsaußendiensttermin, fahr hin, sprich eine Stunde mit dem Kunden und mach vielleicht irgendwelche Folgemaßnahmen aus oder sowas. Das hat gar nichts mit Transport zu tun. Was wiederum mit Transport zu tun hat, als nächstes Beispiel ist, vielleicht habe ich irgendwo zentral mein Depot, an dem ich Ware vorrätig habe und jetzt soll ich diese Ware in die Umgebung bringen. Ja, das ist auch ein Transportauftrag, der ein bisschen anders strukturiert ist wie der grüne etwas weiter oben, weil hier fahre ich von meinem eigenen Standort los, bringe meine Ware in die Umgebung, während der andere Fall oben, der grüne, eher so ist, dass ich an zwei fremde Adressen fahre, die ich als eher als Dienstleister vielleicht versorgen. Dann habe ich noch ein Beispiel und zwar, vielleicht will ich gar nicht was wohin rum in die Umgebung bringen, vielleicht will ich etwas einsammeln und wohin entsorgen. Auch das ist eine Tourenplanung. Also Müllabfuhr beispielsweise, Entsorgungsbranche, dass man die ganze Mülltonnen abfährt, den Müll einsammelt und den dann am Schluss an eine zentrale Adresse bringt. Ja. Auch das kann Tourenplanung sein. Da haben wir eben ganz unterschiedliche Geschichten. Was auch noch sein könnte, da gehe ich jetzt nochmal auf den Fall von unten ein, dass ich beispielsweise an einer bestimmten Zieladresse, vielleicht eine Baustelle, sage, okay, hier wird Ware gebraucht, eine bestimmte Badewanne oder sowas. Und ich weiß, die Badewanne ist in zwei Lägern verfügbar, das ist in diesem Fall den roten Depots, die hier stehen. Und für mich als Empfänger der Ware ist es eigentlich völlig wurscht, aus welchem der beiden Depots die Ware kommt. Ich will einfach, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die Ware bei mir verfügbar ist. Ja, und da reden wir dann von einem Auftrag mit alternativen Beladeorten und einem definierten Entladeort. Gibt auch den umgekehrten Fall, dass man alternative Zustellorte hatte. Wäre ich jetzt wieder bei der Entsorgung, dass ich sage, ich habe den Müll einer bestimmten Kategorie eingesammelt, ich habe mehrere Deponien in der Umgebung, die für bestimmte Art von Müll geeignet sind. Auch das könnte so ein Auftrag sein. Gut, was, ja, Kurze Stefan? Frage, wenn ich Servicetechniker und so auch damit planen kann oder ja, so ein Dienst halt, ist es da nicht ein bisschen Kannibalisierung mit Map and Market oder ist es völlig wurscht? Naja, wir haben ja jetzt verschiedene Produkte für verschiedene Use Cases und hier und heute geht es jetzt gar nicht mal um unsere Produkte, sondern Ja. eher um, welche Arten von Aufgabenstellungen hat man denn vielleicht draußen irgendwo, die man lösen können möchte? Und ich werde auch später noch an einer Folie, wo ich überhaupt erstmal unsere Produkte ganz am Ende erwähne, zeigen, welche Produkte haben wir eigentlich, weil je nachdem, was du für eine Aufgabe löst und auf die Stories kommen wir jetzt so nach und nach, Okay. empfiehlt sich dann ein bestimmtes Produkt aus dem PTV-Portfolio entsprechend zu nehmen. Eine Anmerkung habe ich auch noch. Du hast richtig erkannt, die Anwendungsfälle sind damit abzudecken und genau das ist das, weshalb wir die X-Server überhaupt bauen, um diese Anwendungsfälle abzudecken und damit PTV auch auf X-Server-Basis als Engine die eigenen Applikationen erstellen kann. Das heißt, Map and Market hat als Engine X-Server drunter. Und je nachdem, ob jetzt ein Anwender sagt, ich brauche was voll Integriertes, ich möchte gar nicht aus meiner SAP-Umgebung beispielsweise heraus in ein anderes Produkt, in eine andere Software springen, oder wenn er sagt, ja, ich kann hier tatsächlich einen Wechsel machen, in eine andere Software gehen, um eine Teilaufgabe zu lösen. Dafür habe ich dann aber schon eine fertige, mächtige Oberfläche, wie jetzt meinetwegen ein Map and Market oder ein Route Optimizer. Dann hat er einfach die Wahl. Dann gibt es verschiedene eher technische Randbedingungen hier und heute geht es aber erstmal um die funktionalen Okay. Randbedingungen des Anwenders. Gut, das zu der Slide. Nächste Begrifflichkeit ist die geografische Streuung. Ich habe jetzt die ersten Bilder, habe ich jetzt alle gezeigt anhand von Berlin,
alles relativ feinräumig. Hier habe ich mal ein paar Stories noch dargestellt, die zeigen, dass wir mit sehr unterschiedlichen geografischen Größenordnungen uns auch beschäftigen in der Tourplanung. Zum Beispiel habe ich links oben oder überhaupt oben vielleicht einen Ableser, den ich auf die Reise schicke. Also kein Transport, kein, der was transportiert, sondern eher der eine Art Dienstleistung vor Ort macht, ein Servicetechniker vielleicht, der Gaszähler Werte ablesen soll oder derartiges, der ist natürlich eher im feinräumigen Bereich unterwegs oder vielleicht ein Kurierfahrer, der auf der letzten Meile irgendeinen Stadtteil abzufahren hat. Das ist dann eher urban. Und dann haben wir noch regionale Aufgabenstellungen, zum Beispiel sowas wie um einen Regionalhub herumzufahren oder ein Servicetechniker, so kenne ich es aus dem Freundeskreis oder auch hier aus den Aufgabenstellungen innerhalb bei der PTV, dass jemand sagt, ja, ich bin Servicetechniker, ich repariere bestimmte Arten von Maschinen, meinetwegen Frankiermaschinen und dafür bin ich in ganz Baden-Württemberg unterwegs. Ja. Also der deckt einen größeren Bereich ab. Das geht auch mal so weit, dass man vielleicht im Vertriebsaußendienst sagt, der Bereich, den ich abdecke, mit den ich quasi auch tourenplanungsrelevant beackere, der ist so groß, ich übernachte auch außerhalb von zu Hause. Das heißt, ich bin gar nicht am Ende eines Tages wieder zwingend bei mir daheim, sondern ich bin die Strukturen der zu fahrenden Routen und Touren sind einfach viel größer sozusagen. Und natürlich die größte Dimension, die man bei einer Tourenplanung natürlich haben kann, ist kompletten Kontinent zu bereisen, bis hin zu, was haben wir auch immer mal wieder, dass jemand sagt, naja, ich fahre von Europa bis Asien nach China rein, fahre mehrere tausende Kilometer, wobei man da jetzt in der Regel dann nicht irgendwie eine automatisierte Planung loslaufen lässt und dann solche Aufträge macht. Da sitzt dann doch eher ein Disponent vorne dran. Also als Extremfall auf der einen Seite sehr feinräumig, vielleicht ein Ableser oder vielleicht auch jemand, der Werbemittel verteilt, also sprich Prospekte einwirft oder sowas, der ganze Straßenzüge abklappert, vielleicht auch mal ganz viele Briefkästen an einem Haus zu bedienen hat oder sowas. Der ist sehr feinräumig unterwegs, hat ganz viele Aufträge, die vielleicht nur geplant 30 Sekunden einnehmen. Auf der anderen Seite haben wir jemanden, der mehrtägig unterwegs ist, damit er eine ganz geringe Anzahl Aufträge erledigt, beispielsweise. Das mal nur dazu. Gut, das ist die geografische Sicht auf solche Aufgabenstellungen. Dann haben wir noch die zeitliche Sicht auf sowas. Hier seht ihr jetzt auf der einen Seite den Kalender, wo ich sagen kann, eine typische Aufgabenstellung ist beispielsweise, dass jemand operativ plant für das, was am Tag heute zu tun ist. Der sammelt vielleicht bis morgens um 6 Informationen und Ware und plant dann für den heutigen Tag, liefert zu, typischerweise auch letzte Meile, Kurierdienste. Und auf der anderen Seite haben wir vielleicht jemanden, der nicht nur einen Tag im Fokus hat, sondern vielleicht bis Sonntagabend alles sammelt, was in seiner eigenen Produktion gewissermaßen im Lauf der letzten Woche fertig produziert wurde, was ausgeliefert werden kann, der dann weiß, okay, in der Folgewoche plane ich die nächsten 5 Tage an einem Stück durch. Am Montag, morgen ist bekannt, was alles am Montag, am Dienstag, am Mittwoch und so weiter gefahren wird. Dann haben wir denjenigen, der so ein bisschen mittelfristig plant. Da oben rechts habe ich einen Kalender rein, der in Richtung eines ganzen Monats geht. Da haben wir vielleicht eher den Vertriebsaußendienstler, der seine überregionale Reise vielleicht mal für den nächsten Monat plant und rechts unten eher symbolisch dargestellt ist, der sehr langfristig strategische planende Ansatz, dass jemand sagt, ich möchte vielleicht mit meiner gesamten Vertriebsmannschaft, 10, 20 Vertriebsmitarbeiter, möchte ich im nächsten Jahr, also über einen sehr langen Zeitraum hinweg, 20.000 Kundenbesuche machen, was dann vielleicht auch strategisch zu betrachten ist, dass man sagt, ja, die Kunden werden mehrmals besucht innerhalb dieses Zeitraums, dieses Horizonts, bis hin zu, man hat eine gewisse Regelmäßigkeit. Also beispielsweise gibt es Automatenbefüller, die einfach wissen, sie müssen bestimmte Automaten, haben so eine ganze Liste typischerweise für die zuständig sind, vielleicht alle 14 Tage besuchen und die wieder auffüllen oder einmal in der Woche oder mehrmals in der Woche gibt es auch und das wissen Sie pro Automat und daraus ergeben sich ganz andere Besuchsmuster. Da plant man jetzt gar nicht, in der Tourenplanung plant man an der Stelle noch gar nicht die komplette Reihenfolge, welchen Automat man morgens, mittags oder abends auffüllt, sondern da geht es eher darum, dass man die Automaten auf bestimmte Tage plant, dass man weiß, okay, man hat gleich viele Automaten an einem Tag über die Flotte hinweg. So, das zu den zeitlichen Ausprägungen, die es da gibt. Und da sind wir auch nicht nur bei einer Komponente, nicht nur bei einem X-Tour, sondern je nachdem, welche, ich sage jetzt mal, Größenordnung man angeht,
hat man es dann auch mit einem X-Cluster zu tun beispielsweise, der dann eher die langfristigen Aufgaben, die strategischen Aufgaben löst. Gut, das zu der zeitlichen Sicht auf die Geschichte. Jetzt haben wir von Aufträgen geredet, die unter bestimmten Bedingungen zu erledigen sind. Auf der anderen Seite steht die Ressource, die man da hat. Ich habe auch hier wieder ein paar Begriffe dazu geschrieben. Also was hat man zur Verfügung, um sowas zu erledigen? Bei uns ganz grob formuliert, den Fahrer oder die Fahrer und das oder die Fahrzeuge. Kann beispielsweise bedeuten, ein Techniker, ein Vertriebsmitarbeiter, Außendienstmitarbeiter, was auch immer mal wieder kommt, vor 10 Jahren noch kein Thema war, aber mittlerweile häufiger mal kommt, sind Pflegekräfte, mobiler sozialer Dienst beispielsweise, dass die letztendlich auch nichts anderes machen, so auf Metaebene gesprochen, als eine Dienstleistung vor Ort zu erledigen, wo sie sich an zeitliche Restriktionen und bestimmte andere Restriktionen halten müssen. Dann habe ich ja noch Kurierdienste und Tracker und Automatenbefüller beispielsweise. Gibt sicherlich noch ganz andere Stories, die man damit machen kann. Unterm Strich geht es im Prinzip darum, um das Verständnis, Aufgabe, Ressource, wie bringe ich die zusammen, welche Aufgabenstellung gibt es da? Ja, Restriktionen habe ich vorhin auch schon erwähnt, da gibt es mehrere Kategorien. Wenn es gar keine Restriktionen gäbe, wenn ich einfach nur sage, da ist dein Fuhrpark, da sind die Aufgaben, die du erledigen musst, dann gäbe es eine Lösung, was man irgendein Fahrzeug rauspickt und sagt, okay, das ist halt einfach nur verdammt lang unterwegs, aber es würde alle Aufträge alleine machen. Stattdessen hat man aber in der Regel mit Restriktionen zu tun. Das heißt, vorhin schon angesprochen, den vielleicht zeitlichen Horizont, dass die Aufgaben innerhalb der nächsten Woche oder innerhalb des nächsten Tages erledigt werden müssen. Und deswegen gibt es dafür Restriktionen. Da gibt es große Kategorien, im Wesentlichen 3 Stück. Die erste Restriktion, ganz klassisch aus der Transportwelt, ist natürlich Menge. Menge zu transportierender Ware. Ganz vorhin, denkt nochmal zurück an den grünen Pfeil, bringen was von A nach B oder bringen was vom Depot ins Umland. Da kann man sich um Mengen kümmern. Der eine kümmert sich bei Mengen um Ware, misst die Ware in Palettenzahlen, in Gebindezahlen, in Anzahl Gasflaschen beispielsweise. Der nächste geht eher als physikalisch betrachtete Masse ran oder spricht von einem Volumen, Liter, der liefert vielleicht Flüssigkeiten aus, Lebensmittel und so weiter. Und last but not least mag ich mal noch erwähnen, gibt es auch, hatte ich gerade neulich jemand in einem Workshop, Schülertransport, also dass man einfach weiß, okay, ich muss morgens in einem engen Zeitfenster von 6 bis 8 Uhr muss ich Schüler einsammeln und muss die dann zu einer Schule bringen beispielsweise. Auch das kann man optimieren. Aber auf die Zeitfenster komme ich gleich noch. Das mal rein zur Menge. Gibt es eigentlich schon Fragen? Nichts, alles da. Wunderbar. Dann komme ich zur zweiten großen Restriktionskategorie. Das sind natürlich Zeitfenster. Zeitfenster gibt es an unterschiedlicher Stelle. Das kann ganz klassisch sein, wenn ich einen Termin mit irgendjemandem habe, dass ich dann zu einer bestimmten Zeit da sein muss oder ein paar Minuten vorher und dass ich eine gewisse Zeit vor Ort bleibe, typischerweise um einen Service zu erbringen, vielleicht aber auch, weil ich diese Ware abzuladen habe, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Diese Zeitfenster haben wir sowohl an den Depots oder an den Standorten, wo wir vorfahren mit dem Fahrzeug. Wir haben aber auch Zeitfenster an den Fahrzeugen und Fahrern, also von wann bis wann sind beispielsweise die Fahrer verfügbar, ja, nur zwischen 8 und 17 Uhr. Wir haben auch andere zeitliche Restriktionen, wie beispielsweise, wie lange darf ein Transport dauern? Ich komme nochmal auf den Schülertransport zurück. Da ist dann die Restriktion, dass kein Schüler länger als 90 Minuten vielleicht im Fahrzeug sein darf. Auch wenn das Fenster für die Aufgabenerledigung als Ganzes länger als 90 Minuten ist. Was habe ich mir noch vorgenommen als kleine Beispiele? Ganz klassische Lenk- und Ruhezeitenregelungen. Also es gibt auch gesetzliche Formulierungen für Zeitmuster, die einzuhalten sind, dass man nach einer bestimmten Zeit hinterm Steuer eine bestimmte Pause braucht oder dass man nach einer gewissen Arbeitszeit mal eine gewisse Zeit lang nichts arbeiten muss. Und es gibt auch solche Dinge wie maximale Zeiten einer Tour, also dass man eben, dass eine Tour nicht länger als 8 Stunden sein darf. Ja, dann gibt man vielleicht von außen hart vor, die Arbeitszeit des Mitarbeiters wäre denkbar zwischen 8 und 18 Uhr, also eine Länge von 10 Stunden, aber da derjenige trotzdem nicht mehr als 8 Stunden arbeiten soll, sagt man, die Länge einer Tour darf nicht mehr als 8 Stunden sein, beispielsweise. Gut, das zu den zeitlichen Regelungen. Und die dritte große Restriktionskategorie, die wir da noch haben, sind die Skills. Also, dass ich beispielsweise sage, ein Auftrag kann nur erledigt werden von einer Ressource, von einem Fahrzeug oder einem Fahrer, der eine bestimmte
individuelle Qualifikation mitbringt. Das kann eine Fähigkeit sein des Fahrers, der Person. Also Fahrer muss Englisch sprechen können, muss mindestens mal einen Führerschein haben oder irgend sowas. Kann aber auch eine physikalische Restriktion sein, beispielsweise, dass das Fahrzeug ein Equipment dabei haben muss, eine Ausstattung dabei haben muss, einen eigenen gibt mir Gabelstapler vielleicht dabei haben muss, damit die Entladung stattfinden kann an der Rampe. Kann auch eine Disqualifikation sein, dass ich beispielsweise sage, den Auftrag kann niemand übernehmen, der einen Hänger hat, der als Gespann fährt. Ja, dann ist es ein Ausschlusskriterium, nicht positiv, sondern eher negativ formuliert. Das haben wir da. Das darf man aber bitte das Equipment an der Stelle nicht verwechseln mit der wahren Menge. Also hier geht es beim Equipment nicht darum, dass das Equipment dann später dort bleibt, sondern hier geht es darum, dass der Auftrag vor Ort zwingend mit diesem Equipment nur erledigt werden kann. Ich nehme es danach aber wieder mit. Ja, ist auch kein Verbrauchsmaterial. Genau. Das ist eine andere Geschichte. Da muss man unterscheiden. Das ist so, ich sage mal, fast eine dritte Kategorie, weil Verbrauchsmaterial nochmal was anderes ist wie Ware, die ich einfach als Disponent nach draußen zustelle. So. Beim Außendienst, wenn ich das mal noch als Beispiel nehme, zwei Kategorien im Außendienst könnte sein der Vertriebsaußendienst und auf der anderen Seite der technische Außendienst. Das sind aber zwei sehr unterschiedliche Branchen. Im einen Fall habe ich als Vertriebsmitarbeiter typischerweise meinen eigenen Kundenstamm. Im anderen Fall beim Techniker sitze ich als Kunde da und sage, ich warte darauf, dass jemand kommt, der die Qualifikation hat, aber es ist mir egal, ob es der Herr Müller oder der Meier ist. Hauptsache, er kann zeitlich dann da sein, wann ich ihn brauche und er kann das erledigen, wofür ich ihn brauche. Aber es gibt gar keine feste Zuordnung. Es kann im einen Monat kommt dann halt vielleicht der Herr Meier, im anderen Monat der Herr Müller. Oder die Frau Müller, man weiß nicht. Das dazu. Was auch noch ich mit reingenommen habe in Richtung Ausstattung oder als Restriktion ist ein Zusammenladungsverbot. Gehört jetzt so, ist so eine Mischung zwischen Mengenrestriktion und Ausstattungsrestriktion, dass ich beispielsweise sage, bestimmte Ware darf nicht gleichzeitig transportiert werden. Ich darf nicht Wölfe und Schafe gleichzeitig auf dem Hänger haben. Bernhard, völlig überrascht. Ja, darf nicht sein. Es kann aber auch Aufgabenstellungen geben, wo man sagt, ich darf noch nicht mal, wenn auf der Tour, zu Beginn der Tour, eine bestimmte Ware drauf war und die schon ausgeliefert ist, darf ich trotzdem nicht hinterher eine andere Ware draufnehmen. Also ich darf nicht im Tankfahrzeug morgens Diesel transportieren und ohne Zwischenreinigung dann Leicht Milch transportieren oder sowas. Ja, das würde auch nicht gut gehen. Das mal nur so als Story zum Thema Zusammenladungsverbot, was die Restriktionen angeht. Ja, das waren die drei großen Restriktionskategorien. Jetzt habe ich mal noch den kleinen Überblick gebaut über verschiedene Branchen, die ganz unterschiedlich mit diesen Restriktionskategorien umgehen. Ganz oben steht jetzt natürlich das, wofür PTV natürlich weitreichend bekannt ist, nämlich der klassische Transporteur, der eben sagt, ich habe entweder einen eigenen Fuhrpark oder ich bin als Spedition unterwegs und fahre Ware von anderen Leuten oder ich bin als Kurierdienst unterwegs. Natürlich brauchen diese überwiegend alle drei großen Kategorien, Mengen, Zeiten und Qualifikationen. Jetzt gibt es aber branchenspezifische Ansätze zu sagen, auf eine bestimmte Restriktion kann ich verzichten. Beispielsweise gibt es im Kurierdienst oft nicht die Notwendigkeit oder es wird in der Praxis einfach so gelebt, dass man sagt, man plant gar nicht alle Aufträge über alle Fahrzeuge, sondern man macht eigentlich nur eine Reihenfolgeoptimierung. Im Kurierdienst hat man oft Situationen, dass man sagt, anhand einer Adresse eines Paketes ist schon sofort entschieden, welcher Fahrer wird dieses Paket zustellen. Ja, eine freie Optimierung würde eigentlich sagen, lass uns erstmal alle Pakete angucken, dann gucken wir mal, wo die alle verteilt sind. Und eine bestimmte Adresse kann an einem Tag von einem Fahrer auf einer bestimmten Tour erledigt werden. An einem anderen Tag würde dieselbe Adresse von einem ganz anderen Fahrer angefahren werden. Ist aber in der Praxis einfach so, dass man sagt, dass man das Ganze eher auf Gebiete zuschneidet und anhand der Adresse dann man auch schon ganz am Anfang eines Zustellprozesses weiß, welcher Fahrer wird diesen Artikel am Ende zustellen. Was habe ich noch drin? Ich habe noch Ableser drin, wie gesagt, Zählerstände ablesen. Da braucht man nichts transportieren, also braucht man keine Mengen. Die Zeiten sind sehr relativ, also ich kriege allenfalls ein relativ grobes Zeitfenster von meinem Ableser kommuniziert, aber da wird nicht wirklich ein Termin mit mir ausgemacht, wann einer vorbeikommt. Und die Qualifikation, das hängt davon ab, was derjenige vor Ort gegebenenfalls machen muss, wenn er noch eine Zusatzleistung machen muss, vielleicht irgendein
Rauchmelder austauschen oder derartiges, dann braucht er vielleicht auch noch Qualifikation. Servicetechniker habe ich auch noch mit drin stehen. Da lege ich dann schon Wert drauf, dass Termine vereinbart werden, vielleicht über ein Callcenter, wenn schon nicht mit der Person selber. Dann habe ich Pflegedienste noch erwähnt, Vertriebsaußendienst, wo ich sehr wichtig auf die Zeiten achte, wo mir aber die Mengen egal sind und die Qualifikation zwar eine Rolle spielt, aber die ist nicht mehr Bestandteil der Tourenplanung, weil ich bereits als Außendienstmitarbeiter, als Vertriebsmitarbeiter weiß, ich kann nur mich mit Leuten im Kalender beschäftigen, mit denen ich überhaupt zusammenarbeiten kann, ja, für die ich qualifiziert bin, gewissermaßen. Postwurfprint habe ich noch reingeschrieben, da geht es nur um die reine Mengenoptimierung, um die reine Wegoptimierung bei den Mengen. So, das mal nur als Beispiel, da gibt es sicherlich noch andere Branchen. Wenn einer aus der Branche kommt und sagt, was ist denn mit dieser und jener Branche, kann man das auch so mit abbilden, dann gerne melden. Bin ich sehr offen dafür, mal zu gucken, ob man da noch weitere Use Cases mit reinnehmen kann. Jetzt haben wir viel geredet oder ich habe viel geredet über die Voraussetzungen, über grobes Objektmodell. Was heißt denn eigentlich optimieren? Optimieren heißt, dass ich irgendeine Kennzahl habe, die ich minimieren möchte. Ich habe jetzt hier mal ein Diagramm gemacht, vielleicht ist die Schrift dann doch etwas klein geraten. Die Zeit zu einer bestimmten Tourenplanungslösung, jetzt vielleicht gerade die Qualität dieser Lösung. Links oben sehen wir eine goldene und eine blaue Linie. Jede dieser Linien zeigt jetzt vielleicht gerade eine innerhalb eines iterativen Tourenplanungsalgorithmus sich im Laufe der Zeit verändernde qualitative Lösung. Und was man davon haben möchte, ist einfach einen Lösungszustand, der alle Restriktionen erledigt. Das ist erstmal eine Lösung per se, da gibt es mehr als eine unter Umständen, aber der das Ganze minimiert, der irgendeine Kenngröße auf einen Minimalwert setzt. Vielleicht die minimale Anzahl Kilometer, die zu fahren sind, vielleicht auch die minimale Anzahl Zeit, vielleicht nehme ich Kilometer in Kauf, aber die Zeit ist mir viel wichtiger als die Kilometer. Und das, da reden wir dann von dem Optimum logischerweise. Also die Lösung, die das Ganze minimiert, ist das Optimum. Gut, was haben wir noch? Ich kann auch andere Kennzahlen mit reinnehmen. Also beispielsweise könnte ich mir vorstellen, dass man für einen nicht untergebrachten Auftrag, also wenn ich hier mit den verfügbaren Ressourcen gar nicht in der Lage bin, alle Aufträge zu erledigen, dann muss ich priorisieren, dann bleiben irgendwelche Aufträge über. Vielleicht kann ich auch mit rein definieren, dass ein erledigter Auftrag eine bestimmte Menge positiven Umsatz bringt, aber ein nicht erledigter Auftrag auch eine Strafe mit sich bringt. Also rein anhand der Kennzahlen, die ich hier habe. Kann, wie gesagt, sein, dass etwas übrig bleibt. Hier habe ich nochmal drüber gemacht, was die verschiedenen Kennzahlen sein können. Also zum Beispiel, wie viele Aufträge sind, wie viele Aufträge sind unverplant, wie viele Touren muss ich denn überhaupt fahren, über die Fahrzeuge, was haben wir noch, wie viele Kilometer fallen insgesamt an, wie lang dauern meine Touren, wie viele Fahrzeuge habe ich unterwegs. Eine ganz andere Sicht auf ein Optimum kann aber auch sein, dass ich sage, und ich glaube, Michael, das hattest du die Tage irgendwie, dass ich sage, ich kann mit meinen Ressourcen alle Aufträge erledigen. Vielleicht ist eine Standard-Tourenplanung, hat das Ziel, möglichst wenige Fahrzeuge zu benutzen, aber vielleicht könnte auch eine andere Zielrichtung sein, zu sagen, benutzt bitte alle Fahrzeuge, aber schaut zu, dass alle Fahrer gleich viel zu tun haben, gleich viel Stress haben, gleich viel Ware zuzustellen haben, gleich viele Kilometer haben auf der Uhr. Dann reden wir von einer balancierten Planung. Habe ich mal auf der nächsten Folie dargestellt. Beide Grafiken stellen im Prinzip Lösungen dar. Eine davon ist das Optimum. Die untere hat die gleichen Aufträge alle verplant, aber braucht weniger Fahrzeuge. Aber ich glaube, mit der Auflösung sieht man es ein bisschen schlecht gerade. Probieren wir es mal mit der nächsten. Hier habe ich auch nochmal ein und dieselben Aufträge reingekippt, habe sie mal nicht optimiert, links. Und da sieht man, dass beispielsweise Schleifen innerhalb von Touren drin sind. Rechts habe ich das Optimum. Die Schleife links ist durchaus fahrbar. Die verletzt keine Restriktion. Sie ist einfach nur nicht so gut wie das, was wir rechts sehen. Rechts sind einfach nur mal ein paar Kilometer eingespart. Gab es noch mal was aus dem Chat? Bisher nicht. Noch nichts? Okay, gut, machen wir weiter. Okay, also links Lösung. Lösung heißt erstmal nur, alle Arbeit erledigt, alle Restriktionen eingehalten. Rechts Optimum heißt zusätzlich noch, ich bin die Lösung, die irgendeinen signifikanten Kennwert auf ein Minimum reduziert.
Gut, was haben wir noch? Wir haben zwei große Aufgabenstellungen, nämlich was häufiger mal vorkommt, ist, PTV bietet natürlich automatisierte Tourenplanung. Das heißt, wir haben eine Komponente, da kippt man alles rein, Aufträge, Fahrzeuge, dann rechnen, lässt man irgendwelche Hardware eine Zeit lang rechnen und kriegt eine Lösung zurück. Und was häufiger mal passiert, ist, dass ein Anwender sagt, ja, die Lösung ist jetzt zwar schön, dass hier Automatismus die rausgeschmissen hat, aber ich kenne eine bessere. Ich kenne eine bessere Lösung. Und das gibt, müssen wir dann erstmal analysieren, woran liegt denn das? Nämlich kann es häufig sein, dass es die, gar nicht die bessere Lösung ist. Also dass derjenige sagt, ich habe eine andere Reihenfolge, wenn ich die anwende, dann habe ich weniger Kilometer auf dem Tacho. Dann rechnet unser eins das nach und stellt fest, das mag sein, dass diese Lösung zwar oder dass diese Reihenfolge weniger Kilometer produziert, aber sie verletzen dabei irgendwelche Restriktionen. Sie kommen gar nicht pünktlich an. Sie kommen außerhalb der Öffnungszeiten eines Kunden an. Oder die Reihenfolge, die Sie da fahren wollen, funktioniert nicht, weil Sie das Fahrzeug überladen. Sie haben alle Aufladeaufträge am Anfang und zwischendurch müssten Sie eigentlich mal was abladen. Und deswegen ist das eigentlich gar keine Lösung, was Sie da haben. Was aber auch passieren kann, ist nicht ausgeschlossen, ist natürlich, dass tatsächlich jemand recht hat und eine bessere Lösung findet. Aber wir haben nun mal eine Heuristik. Die Heuristik ist in vielen Fällen in der Lage, ein tolles Ergebnis, ein Optimum zu finden. Aber wir können, niemand kann garantieren, dass eine Heuristik immer das beste Ergebnis liefert. Das ist bei bestimmten Größenordnungen einfach nicht zu garantieren. Deswegen arbeitet man ja mit heuristischen Lösungen. Gut, noch ein Begriff, den ich ansprechen möchte, sind Prioritäten. Prioritäten heißt einfach, wenn ich nicht in der Lage bin, alle anstehende Arbeit mit den vorhandenen Ressourcen zu machen, dann muss ich priorisieren. Da gibt es verschiedene Verfahren. Beispielsweise kann ich bei einem Vertriebsmitarbeiter, der sich zum Ziel gesetzt hat, alle seine Kunden spätestens nach 4 Wochen nochmal zu besuchen, der kann sich merken, wann habe ich den Kunden zum letzten Mal besucht, und die Priorität eines Kunden wächst, wenn der letzte Besuch länger schon zurückliegt. Ja, dann kann man Prioritäten vielleicht auch in so eine Software wie von PTV mit reingeben und sagen, mach mir mal diese Aufgaben mit der einzelnen Ressource, also typischerweise mit mir selbst als Vertriebsmitarbeiter, der ich bin, und lass halt die Termine diese Woche ausfallen, die noch geringe Priorität haben. Dann wird dann ein und derselbe Kunde, hat dann eine Woche später vielleicht eine leicht höher gestiegene Priorität, und irgendwann wird die Priorität ganz hoch sein, nämlich dann, wenn die 4 Wochen fast rum sind und ich ihn zwingend in der Folgewoche besuchen muss. Das dazu. So, was haben wir noch? Zur Anwendung. Anwenden, wir haben verschiedene Einsatzgebiete für diese Modelle, die ich bis jetzt beschrieben habe. Das erste Modell ist die grüne Wiese-Planung. Also das, was ich gerade eben auch gesagt habe. Ich schmeiße alle Aufträge rein. Ich schmeiße alle Ressourcen rein. Ich definiere, was ist mein Optimum, dann lasse ich den Algorithmus etwas komplett aus dem Boden stampfen und der generiert mir was komplett Neues. Komplett neu, auch unter Berücksichtigung aller Aufträge, aller Restriktionen. Idealerweise ist alles mit verplant. Das ist klassisch eine grüne Wiese-Planung. Dann kann es aber auch sein, dass ich irgendeinen Anfangszustand habe, der wie auch immer zustande gekommen ist, vielleicht das Ergebnis einer vorherigen Planung war, die aber hoffentlich nicht so aussieht dann, oder den ich als Disponent manuell zusammengeklickt habe. Auch das können wir benutzen. Also ich wiederhole mich nochmal gerne. Wir haben die Aufträge, wir haben die Ressourcen, wir haben die Fahrer, wir haben die Definition des Optimums und optional habe ich vielleicht irgendeinen Anfangszustand, auf dem ich aufbauen kann. Vielleicht als kleines Beispiel, dass ich sage, letzte Meile, ich optimiere den Kurierdienst. Ich habe schon Ware an der Rampe liegen für verschiedene Fahrzeuge. Es kommen neue Aufträge rein. Ich möchte diese neuen Aufträge noch zu den alten Aufträgen hinzudisponieren. Dann habe ich nicht die Möglichkeit, komplett frei zu jonglieren, was mir wahrscheinlich ein besseres Ergebnis über alles geben würde. Dann muss ich mich an bestimmte Restriktionen halten und die heißen beispielsweise, dass ein Auftrag, der schon auf ein bestimmtes Fahrzeug disponiert worden ist, nicht mehr das Fahrzeug wechseln darf. Beispielsweise, weil es sonst meine Organisation an der Rampe kompliziert machen würde. Was haben wir noch? Wir sprechen überhaupt bei den Operationen, wenn ich eine Tourenplanung habe und einen Algorithmus loslaufen lasse, reden wir von verschiedenen Moves, die aus einer Lösung eine bessere Lösung machen. Das Ganze ist iterativ, da passieren hunderte Millionen Operationen in relativ kurzer Zeit, die dann versuchen, durch
vertauschen. Was wäre, wenn ich einen Auftrag von einer Tour auf eine andere Tour rüberschubse oder wenn ich zwei Aufträge zwischen zwei Touren vertausche? Verbessert das das Ergebnis? Da haben wir eine Menge Moves im Portfolio, die wir da ausprobieren, um dann eine bessere Lösung und schließlich das Optimum auch zu finden. Das mal zu den Freiheitsgraden, wie wir uns damit beschäftigen. Was haben wir noch? Gut, eine ganz andere Art der Aufgabenstellung könnte sein, eine, upsa, da bin ich falsch, Moment, nehmen wir die hier, könnte sein eine Terminvorschlagsfunktion. Als Beispiel, ich habe hier 5 Touren eingezeichnet, grün, rot, blau, gold und grau, was ein Gedicht. Und in der Mitte klein sehen wir vielleicht einen neuen Auftrag, der jetzt telefonisch vom Disponenten entgegengenommen worden ist. Also jemand sagt, hallo, ich bin eine Zentraladresse in der Mitte. Ich hätte gerne, dass jemand bei mir vorbeikommt und eine bestimmte Dienstleistung beispielsweise erledigt. Was soll jetzt der Callcenter-Agent machen? Er rechnet aus für jede der 5 Touren, die es schon gab. Kann ich denn diesen neuen Kunden mit einem der 5 Fahrzeuge bedienen? Wenn ja, wie viel Kilometer Umweg fahre ich, damit ich den Kunden bedienen kann? Wir sehen hier oben den Bedarf des Kunden. Es möge jemand bei mir vorbeikommen, irgendwann zu einer bestimmten Zeit, der die Qualifikation hat. Hier unten habe ich den internen Bedarf beschrieben, der da heißt, für jede der Touren, die jetzt oben gelistet sind, habe ich intern die Brille auf, wie viel Veränderung wäre denn an dieser Tour notwendig, als Beispiel, wie viele zusätzliche Kilometer fallen denn an, wenn das der Fahrer grün, der Fahrer rot, der Fahrer blau übernimmt. Jeder Impact hier unten produziert zusätzliche Kosten. Vielleicht habe ich definiert, wie viel kostet mich der gefahrene Kilometer und jetzt passiert folgendes Spiel zwischen dem Callcenter-Mitarbeiter und dem Kunden am Telefon. Der Callcenter-Mitarbeiter schaut erstmal auf die billigste, günstigste interne Lösung mit seiner Brille und sagt, okay, ich könnte Ihnen jemanden schicken, hier in diesem Beispiel, am 1.7. um 9 Uhr morgens gleich. Würde Ihnen das passen? Jetzt sagt der Kunde auf der anderen Seite vom Telefon, nee, 9 Uhr morgens, da bin ich nicht verfügbar, machen Sie mir mal einen anderen Vorschlag. Was macht der Callcenter-Mitarbeiter? Er iteriert einfach nach und nach über die Lösung, die hier unten steht, bietet dem Kunden die intern zweitgünstigste Lösung an mit einem entsprechend anderen Terminfenster. Und das ganze Spiel macht er so lange, bis er ein Fenster gefunden hat, das der Kunde akzeptiert. So, wenn er in seinem eigenen Tourvorrat keine Lösung findet, also keinen Außendienstmitarbeiter zur Verfügung hat, der das lösen kann, dann muss er sich was anderes überlegen. Dann muss er vielleicht über... Dann wird es gar nichts heute, dann müssen wir uns mal gucken, was Sie morgen reinschieben können, überlegen. Oder er muss vielleicht einen Nachbarkollegen im Callcenter fragen, du darf ich vielleicht einen aus deiner Truppe einspannen, ausnahmsweise, dass der diesen Auftrag übernimmt. Das nennen wir eine Terminvorschlagsfunktion, die wir mit drin haben. Daniel, von deiner Seite was zu ergänzen vielleicht? Ich? Okay, gut. Aber sollte auch von der Vorgehensweise her klar sein. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, ist, dass der Callcenter-Mitarbeiter, haben wir auch bei mir in der Liste gesehen, eine sehr präzise Terminangabe eigentlich hat, wann ein Termin stattfinden würde, aber die Kommunikation zum Kunden nach draußen würde vielleicht nicht auf die Minute genau runtergehen, sondern er würde nur sagen, wie wäre es denn am Dienstag zwischen 8 und 10 Uhr. Wenn der Kunde dieses grobe Zeitfenster akzeptiert, kann sich der Callcenter-Mitarbeiter dieses merken, also 8 bis 10 Uhr ist in Ordnung, weil es könnte sein, dass er dieses Spiel am Tag mehrmals macht und dann kann er über seine Servicetechniker nochmal frisch optimieren. Was schon mal als Zeitfenster 8 bis 10 akzeptiert wurde, hält man so fest und bei einer zukünftigen Planung verschiebt man vielleicht die Touren, plant nochmal etwas freier und hat mehr Spielraum. Ich sage auch immer, wenn ich daheim bin und warte darauf, dass jetzt der Ableser bei mir vorbeikommt, der weiß ganz genau, in Anführungszeichen, wann er eigentlich bei mir kommt. Nur mir wird per Postkarte nur mitgeteilt, an welchem Tag er kommt und in einem relativ groben Fenster, vielleicht einen halben Tag oder sowas. Intern weiß man das viel genauer. Gut, den nächsten großen Begriff, den ich hereinbringe, da brauche ich vielleicht von Daniel auch nochmal gleich eine Ergänzung. Das, was ich bisher erwähnt habe, ist eine zukünftig zu fahrende Tour. Entweder auf der grünen Wiese zu planen, wir planen heute für morgen, wir planen heute für die nächsten 5 Tage, wir planen heute für die nächsten 3 Wochen. Was jetzt neu ist in den letzten 1, 2, 3 Jahren, ist, dass Touren schon gefahren werden.
also nicht nur die Ware an der Rampe liegt und das als Restriktion kommt, sondern jetzt ist das Fahrzeug schon auf der Straße und von außen gibt es irgendeine, ich nenne es mal neue Information. Die Information kann sein, ein Fahrzeug selbst fällt aus, das auf der Tour ist. Die Information kann sein, ich bin hinten dran zeitlich, also ich schaffe, habe irgendeinen meiner eingeplanten Stops gar nicht rechtzeitig erreicht. Vielleicht komme ich in einen Stau. Ich als Fahrer weiß noch gar nichts davon, aber mein Disponent kriegt die Verkehrsmeldungen live mit. Dafür haben wir auch Lösungen und das nennen wir dann Touren während der Ausführungen oder Trips in Execution. Da gibt es Möglichkeiten, heute zu reagieren. Jetzt bräuchte ich vielleicht ein, zwei Sätze von dir, Daniel, was da genau die Funktionen dann machen. Also Punkt 1, der große Unterschied zwischen Trips in Execution und den Planungsfunktionen, hast du ja auch schon gesagt, ist, die befinden sich auf der Straße. Das heißt, im Gegensatz zum Planungsschritt, in dem ich mir die zukünftige Welt vorstelle und optimiere, befinden wir uns jetzt in der Realität und werden konfrontiert mit Dingen wie Verkehr. Ja. Und das ist ein großer Unterschied, dass wir in einem Planungsszenario sowas wie Live-Traffic nicht sinnvoll berücksichtigen können. Wir können ja im Planungsschritt, wenn wir den nächsten Tag, die nächsten Wochen planen, schlecht Live-Traffic für die nächste Woche einplanen. Wenn er bereits auf der Straße ist, dann funktioniert das. Und auch die neue Funktionalität mit den Trips and Execution berücksichtigt also Live-Traffic. Da kann die aktuell gefahrene Tour, das heißt die aktuelle Fahrzeugposition, wenn die rückgemeldet wird, inklusive dem Live-Traffic in das System zurückgespielt werden und das PTV-Produkt, das das als erstes zur Verfügung stellen wird, ist Route Optimizer ST. Da wird das in dieses System zurückgespielt und der Disponent wird dann auch oder kann aktiv diese Rückmeldung bekommen, hier geht die Realität, überholt die Planung und es gibt bestimmte Events, auf die reagiert werden müssen. Jo, gracias. Das dazu. Und dann habe ich noch ein Showcase-Beispiel. Jetzt hoffe ich mal, dass das Live-Demo gleich funktioniert. Sie ist nicht allzu kompliziert. Was wir hier oben sehen, ist einfach aus unserem oder nicht sehen, Moment. So. Aber jetzt sehen. So, muss ich ein bisschen noch an der Auflösung rumtricksen. Ist einfach eine Beispieloberfläche. Ich habe ja vorhin gesagt, ich will gar nicht viel PTV-Produkte an der Stelle zeigen, sondern erstmal nur vermitteln, dass wir diese Aufgabenstellung auf dem Schirm haben. Was wir hier jetzt sehen, ist eine Beispieloberfläche aus dem X-Tour. Bitte auf den Knopf neben dem I. Der Knopf neben dem I, der da. Ja. Ah, okay. Trotzdem finde ich das noch ein bisschen von der Auflösung her. So, jetzt lang. Ich will da ja auch gar nicht allzu lange hier in diesem Beispiel verweilen, aber stellen wir uns mal vor, das ist jetzt eine Dispo-Oberfläche, die einen gegebenen Zustand, den ich in der Planung zuvor irgendwann mal generiert habe, darstellt, nämlich meine drei Fahrzeuge fahren drei Touren, jeder hat so 3 bis 4 Stops irgendwie auf der Tour. Jetzt kann halt ein Use Case für einen Disponenten kann jetzt eben sein, dass er interaktiv mit einer Oberfläche arbeitet, dass er beispielsweise sagt, ich würde gerne diesen Auftrag hier auf diese Tour hier verschieben. Hier kriege ich jetzt eine Interaktion vorgeschlagen, die da heißt, ich soll noch was entscheiden, nämlich will ich diesen Auftrag an genau diese Position der Tour einfügen oder will ich das nochmal frei geplant wird? Ich unterbreche das nochmal, mache das Spiel gerade nochmal. Jetzt ziehe ich den an eine völlig falsche Position, nach da hinten. Wenn es dann mal klappt. Ja, tut er nicht. Ihm schrägt es nicht. Warum nicht? Weißt du es? So, ich fahre Move to this position. Das heißt, ich als Disponent entscheide jetzt über die Zielreihenfolge, die natürlich Quatsch ist und deswegen fährt das Fahrzeug hier auch kräftig zickzack. Das Ganze jetzt kannst du es rauslösen wieder. Ja. Auf den Auftrag gehen und sagen, löse den Auftrag aus. Ich mache es gerade nochmal Reset. Okay. Ja, danke. So, wenn ich stattdessen sage, finde mir die optimale Position, dann optimiert er einfach über alle Fahrzeuge nochmal und ich grab zwar sicherlich nicht die beste, ich habe jetzt aus welchen Gründen auch immer motiviert entschieden, diesen Stop von einer Tour auf eine andere Tour zu nehmen, aber innerhalb der Touren habe ich jetzt jeweils eine optimale Struktur geschaffen. So,
Das mal nur als reiner Showcase, der ist auch public verfügbar. Also wenn da einer mit rumexperimentieren mag, kann er gerne tun. Und was ich noch habe, noch zeigen wollte, ist, weil Stefan ganz am Anfang gesagt hat, ja, sind wir da nicht im Wettbewerb mit unseren eigenen Produkten. Ich habe ja einfach mal ein paar Produkte draufgeschrieben, die je nachdem, wie ein Kunde diese Aufgabenstellung lösen mag, unter welchen technischen Restriktionen ein Kunde diese Aufgaben lösen mag, dass ich dann eins der Produkte hier raussuchen kann. Beispielsweise Software as a Service, also browsergestützte Lösung, die wir haben, wäre ganz klassisch Map and Guide. Internet wendet sich an denjenigen, der vielleicht einen kleinen überschaubaren Fuhrpark hat, 2 bis 5 LKWs und die er eher mit einer Reihenfolgeoptimierung versieht. Stefan, kennst du wahrscheinlich zu Genüge, oder? Ich bin in der Materie gar nicht so tief Okay. drin, weil ich eigentlich die immer dann weiterleite. Also. Okay, gut. Also Map and Guide, Internet, wahrscheinlich eine sehr hohe Anzahl Lizenzen, die wir draußen unterwegs haben. Als zweites browsergestütztes Beispiel habe ich den PDV-Root-Optimizer CL, steht für Cloud, stehen. Also auch die Reihenfolgeoptimierung jetzt an der Stelle im Browser, auch mit einer Upload-Schnittstelle. Und dann haben wir die Desktop-Lösung, zum Beispiel Root Optimizer ST aus der Transportlogistik. Da gibt es dann die Möglichkeit, dass man aus seinem eigenen führenden System seine Transportaufträge über verschiedene Schnittstellen in die PDV-Software reinlädt, dort die Disposition macht, das Ergebnis wieder zurückspielt ins führende System. Und für diejenigen, die sagen, ich möchte hier nicht von einem Produkt auf ein anderes, also von einer Software in meinem Arbeitsalltag auf eine andere Software wechseln, die haben immer noch die Möglichkeit, vielleicht über eine Web-API, wie jetzt meinen PDVX-Server, also das eigentliche Produkt, mit dem ich mich den ganzen Tag beschäftige, dort eine solche Aufgabenstellung zu lösen, indem sie in dem konkreten Fall den X-Tour dann benutzen. Das mal zu den Produkten. Wenn jemand Lust hat, sich noch mehr mit dem Thema Tourenplanung auch aus technischer Sicht auseinanderzusetzen, habe ich hier noch zwei URLs gelistet. Einmal den Showcase, den ich vorhin gezeigt habe, zum zweiten das X-Server Forum, wo man auch Rückfragen stellen kann, vielleicht auch neue Szenarien, auf die ich heute gar nicht gekommen bin, vielleicht auch mal anfragen, ob denn sowas lösbar ist. Und last but not least, wenn überhaupt, hier noch eine kleine Liste von Kontaktmöglichkeiten oder Dokumenten, wo man auch nochmal Informationen über PDV-Produkte oder über X-Server konkret finden kann. Jo, das soll es gewesen sein. Dann sage ich jetzt, Daniel, was war noch was im Chat? Nix? Ja, dann sage ich erstmal danke ans Publikum und schön, dass ihr da wart. Wünsche dann allen Beteiligten noch ein schönes Wochenende. Danke auch von mir. Danke.